Dankeschön. Herzlich willkommen. Ich möchte Sie gleich abholen dort, wo wir aufgehört haben. Und zwar, wenn wir da hier schauen, was sehen Sie hier hinter mir? Den Schatten. Und sehen Sie mich jetzt von vorn oder von hinten? Also soll ich durchfragen? Nein. Also jedes Ding hat zwei Seiten. Und wir haben gehört, dass es eben Spiegelbilder gibt, dass es auch Schattenbilder gibt. Der Schatten kann nicht existieren ohne das Licht. Und die Bewegung, die ich Ihnen nahe bringen möchte, ist eine, die nicht so viel zu tun hat mit der bislang mit der herkömmlichen Technik. Sie sehen sie hier schon auf dem ersten Bild. Es dreht sich eigentlich alles um den Wirbel. Und der Wirbel ist eine Bewegung, die anders als die technische Bewegung des Rades, wie wir es kennen, wo wir außen die schnellere Bahngeschwindigkeit haben, haben wir beim Wirbel außen das Langsame und nach innen wird es schneller. Das Verdichtende, also nicht das Zentrifugale, das Zerstreuende, sondern das Konzentrierende, das zentripetale Prinzip. Und das hat mein Großvater Viktor Schauberger bis zum Exzess, möchte ich fast sagen, durchexerziert. Und ich möchte Ihnen ein paar Dinge, die mit diesem Wirbel und mit dem Wasser zusammenhängen, näher bringen. Wasser, wie wir es kennen in der Natur bei uns in den Alpen, das ist im Salzkammergut ein Wasserfall, den schauen wir uns ein bisschen näher an. Wir kommen näher und noch näher. Und wir bemerken, er besteht aus lauter einzelnen Tropfen. Und was wissen wir von den Wassertropfen? Nicht sehr viel, außer wenn sie gefroren sind, dass sie wunderbare Kristalle bilden. Und diese Kristalle, das ist zum Beispiel Aufnahmen von Wilson Bentley, dem Mr. Snowflake, was hat man festgestellt bei den Schneekristallen bislang, beziehungsweise nicht festgestellt? Genau, es gibt keine zwei gleichen. Man hat auch nie zwei idente Schneekristalle gefunden. Warum ist das so? Weil das sind ja nur gefrorene Wassertropfen, jeder Wassertropfen hat eine andere Geschichte hinter sich. Er ist vom Himmel gekommen, ist durch verschiedene Temperaturzonen durchgeflogen, Erdmagnetfeld, Pollen etc. etc., was er eingefangen hat. Jeder Tropfen ist anders. Oder um es mit meinem Vater Walter Schauberger zu formulieren, die Natur kennt nicht die Wiederholung desselben. Und das sollte uns auch bei den bildschaffenden Methoden im Sinn sein. Das ist jetzt eine Methode zum Beispiel, wenn man Wassertropfen auf Objektträger, auf kleine Glasplättchen bringt und unter dem Mikroskop betrachtet. Das ist das, was übrig bleibt, wenn das H2O verschwunden ist. Also wenn das Wasser verdunstet ist, bleiben Rückstände von Mineralien etc. übrig. Oder dieses hier ist ein Foto eines Wassertropfens einer Quelle gleich in der Nähe von uns bei Bad Ischl im Salzkammergut. Woran erinnert Sie das? Ja, Weltall, Universum. Das hier noch mehr. Das ist nicht Hubble-Teleskop, sondern Mikroskop. Ein Bild durch das Mikroskop aufgenommen, ein kleiner Wassertropfen. Und die populärwissenschaftliche Zeitschrift Welt der Wunder hat auch einen Artikel vor gut einem Jahr mit diesem Titel Universum im Wassertropfen begonnen. Und hier wird auch dargelegt in diesem Artikel, dass kein Wassertropfen dem anderen ident oder gleich ist und dass die Erforschung des Wassertropfens oder des Wassers insgesamt eine der spannendsten Wissenschaften der nächsten Jahrzehnte sein dürfte. Auch das ist ein Bild eines Wassertropfens. Und hier können Sie dann natürlich, und da gibt es Hunderttausende, jetzt gibt es Menschen mit viel Fantasie und die können daraus sehr viel lesen. Man kann es aber auch, diese Methode, wissenschaftlich verwenden, wenn man gewisse Kriterien einführt. Bildschaffende Methoden, die halt ja, etwas aussagen über das Wasser. Das nämlich, wie mein Großvater Viktor Schauberger es schon 1933 in seinem Buch Unsere sinnlose Arbeit formuliert hat, in jedem Tropfen guten Wassers wohnt eine Welt von Möglichkeiten. Hier mein Großvater Viktor Schauberger, ein Bild, das einige von Ihnen sicherlich kennen, das ist das bekannteste von ihm.
Er war ein Förster, der aufgewachsen ist, gar nicht so weit von hier, und zwar auf der österreichischen Seite des Böhmerwaldes, Bayerischen Waldes, wie immer man ihn bezeichnen möchte, Nähe Blöcken, Stein, Dreisesselberg, da in der Gegend, in Holzschlag. Und er hat halt den Böhmerwald oder diesen Wald hier noch kennengelernt, da war er zum Teil noch gerade noch Urwald. Das muss man auch bedenken bei all seinen Erkenntnissen, die er in der Natur bekommen hat, dass er die Natur noch ganz anders kennenlernen durfte, als wir sie heute leider nur mehr vorfinden. Er hat in Richtung, wie könnte man mit der Wasserkraft besser umgehen, überhaupt, wie könnte man besser Energie schöpfen aus dem riesengroßen Reservoir. Da hat er sich viele Gedanken gemacht, hat aber auch gewarnt vor der Ausbeutung des Planeten, die Ausbeutung der Ressourcen, hat dann vieles versucht, in die richtige Richtung zu bringen, zum Beispiel bei der Flussregulierung, da kommen wir noch drauf zu sprechen, oder wie kann man Wasser überhaupt leiten, wie kann man Wasser veredeln, bis hin zu sogenannten Implosionsmotoren oder auch Kupfergeräten für die Landwirtschaft. Und er war ein Visionär, und ich sehe hinten das Plakat, wo er mit Tesla und mit Reich in einem Atemzug genannt wird, und viele sehen einige Parallelen zwischen diesen drei Schicksalen, und man kann so sagen, auch weil es dort um die freie Energie geht, dass das sozusagen die Säulenheiligen der freien Energie sind. Tesla, Reich und in gewissem Sinne auch Viktor Schauberger, mein Großvater. Was ihn zum Beispiel fasziniert hat, war wieder der Wassertropfen, und zwar der Tautropfen. Wie gibt es das, dass dieser Tautropfen an der Spitze dieses Grashalms steht und nicht runterfällt? Er müsste doch eigentlich zu Boden sinken oder runterfallen. Erst dann, wenn die Sonne kommt und das Wasser entspannt, dann erst rollt er runter oder tropft ab. Wir haben da so ein paar Fotos. Und Sie können das jeden Morgen, wenn es Tau gibt, auf der Wiese sehen. Und da kommt das Tautreten nach Kneipp oder Priesnitz, das war auch so ein Wasserheiliger seiner Zeit. Und da sagt mein Großvater, das ist der Beweis für die Heilkräfte des Wassers. Und zwar des jungfräulichen Wassers. Ein Wasser, das noch nicht vergewaltigt, noch nicht Schlimmes erlebt hat. Es macht den kranken Körper gesünder als alle Medizinen zusammen. Und die Tautropfen sind Kraftquellen. Nicht nur von Energie, sondern von organischer Energie. Und da kommt etwas wieder ins Spiel bei Viktor Schauberger, dass er weit vor zum Beispiel James Lovelock mit der Gaia-Theorie davon spricht, dass der Planet ein organisches Wesen, ein Lebewesen ist. Und wir haben ja dann auch die Wasseradern, von denen wir, die Radiästheten, die Wünschelrotengänger, ja, wir sprechen von Wasseradern. Was ist in Adern drin? Normalerweise Blut. Daher der Ausdruck, den auch Viktor Schauberger verwendet, Wasser, das Blut der Erde. Ein uralter Ausdruck, der schon bei den alten Indern vorkommt und auch von den Indianern verwendet worden ist. Aber es zeigt, wie sehr wir darauf aufpassen müssten, dass dieses Blut auch nicht vergiftet wird, weil sonst hat die Erde Blutvergiftung. Auch das ist ein Bild, wieder so ein Wassertropfen, und zwar ein Tautropfen. Unser Kollege Georg Schröcker hat dieses Bild gemacht, und die Leute, die sich mit Viktor Schauberger schon weiter auseinandergesetzt haben, werden Ähnlichkeiten zu seinen Wellenscheiben finden. Das ist der Rand eines Tautropfens unter dem Mikroskop. Also ganz faszinierend. Und Georg Schröcker hat mir erzählt, wenn er zum Beispiel während des Experimentierens dieses Blättchen anhaucht, dann füllen sich die Kapillaren da außen, füllen sich wieder mit Wasser. Das sind wie kleine Kanäle, kann man sich das vorstellen. Ja, und jetzt wieder mein Großvater, und nicht zweimal, sondern das ist aus seiner Zeit eine künstlerische Darstellung, die insgesamt so aussieht. Und welche Assoziationen weckt dieses Bild in uns? Was ist Leben?
Erstens. Was noch? Demut. Die Haltung, dass man demütig dem Wasser gegenübertritt. Wir haben eine güldene Schale, nicht irgendein Plastikbecher. Das Wasser atmet auf, hier, nimmt Sauerstoff auf, kommt aus dem Dunklen, bei Viktor Schauberger auch ganz wichtig. Ja, nicht freistellen, eine Quelle. Ja, nicht schlägern. Ja, nicht die Gebüsche weg. Nein, dunkel behalten die Quelle. Und dann die künstlerische Ausgestaltung. Auch das ist eine Form der Demut. Und wir sehen natürlich auch hier die Fruchtbarkeit, Symbole, die Wellen. Also die Demut vor dem Wasser. Und dann die Überlegung, dass Wasser überhaupt erst Leben ermöglicht, so wie wir es kennen. Und das ist Grund genug, sich mit dieser Quelle zu befassen. Ein Grundsatz meines Großvaters. Also befassen wir uns ein bisschen mit dem Wasser. Das ist zum Beispiel der Ursprung des Wiener Hochquellwassers. Es wird über 100 Kilometer aus den Alpen nach Wien geleitet und Wien ist bekannt für sein tolles Trinkwasser. Das ist von einer der Quellen. Ja, und jetzt kommt etwas, was auch Rüdiger Dahlke schon bemerkt hat. Wie wende ich mich einem Gegenstand oder zum Beispiel meinem Körper oder dem anderen, wie wende ich mich dem zu, mit welchen Gedanken? Und da ist eine der Quellen, wie Viktor Schauberger zur Erkenntnis gekommen ist. Er konnte sich stundenlang ans Wasser setzen, das Fließen des Wassers beobachten, ohne müde oder verdrossen zu werden. Das werden viele von Ihnen schon einmal erlebt haben. Aber nach und nach hat Viktor Schauberger dann begonnen, mit den geheimen Kräften des Wassers zu spielen. Und er hat sein freies Bewusstsein vorübergehend dem Wasser überlassen. Er war in Trance oder er hat meditiert. Und die Folge? Wenn er dann das eigene Bewusstsein wieder zurückgeholt hat, dann hat er Dinge erfahren, die den übrigen Menschen entgehen. Der Mensch ist in der Lage, sein freies Bewusstsein dorthin zu senden, wo das Auge nicht hinsieht. Ja, Viktor Schauberger hat das Wasser so erlebt. Wir können es auch noch erleben. Und hat bemerkt, dass das Wasser weit mehr ist als nur H2O, diese Formel, die wir kennen. Denn wenn wir nur diese Formel anschauen, dann sehen wir was Chemisches, aber nicht das, was das Wasser wirklich ausmacht, in seiner Fülle, in dem, was es uns geben kann, was wir von ihm bekommen. Das ist ja nichts Totes, das ist was Lebendiges, dieses Wasser. Das ist viel mehr als H2O. Wenn wir uns diesen Wasserfall anschauen, also fantastisch. Übrigens, ein kleiner Vorgriff. Die Natur hat es super eingerichtet, wenn Sie das Rauschen eines Wasserfalls hernehmen, haben Sie das sogenannte weiße Rauschen. Sie haben alle Frequenzen drin. Und wie ein Kollege von uns das auch nennt, hier holt sich der Fluss auch in gewisser Weise wieder ein Update. Also er holt sich wieder Frequenzen, die ihm vielleicht verloren gegangen sind. Das als kleiner Hinweis auf die feinstoffliche Komponente des Wassers. Und wir sehen bei so einem Wasserfall, dass er sich ständig ein bisschen verändert. Und da hat mein Großvater schon hingewiesen darauf. Auch der alte Heraklit hat schon feststellen können, dass wir nicht zweimal im selben Fluss baden können. Und auch, sagt Viktor Schauberger, wenn es ruhig ist, wenn ein See ganz ruhig ist, hat es trotzdem irrsinnig viel Bewegung drin. Und das belebt und ist natürlich ganz toll. Wasser hat man bisher als eine chemisch tote Substanz betrachtet. Aber mit den Augen Viktor Schaubergers und mit Ihren Augen natürlich wissen wir jetzt, Wasser ist keine tote Sache. Wird aber weltweit so behandelt. Was fällt Ihnen da auf bei dem Bild? Das ist eine Wasserabfüllanlage. So viel können wir schon mal verraten. Hier wird Wasser abgefüllt. Und es wird hermetisch von der Umwelt abgegrenzt und das ist mit den Bäumen davor, die verdursten. Also hier sieht man, jetzt löse ich das Rätsel auf, ist von Nestle
eine Abfüllanlage in Brasilien. Nicht nur das Wasser selber lebt, sondern es belebt auch und es formt die Umwelt. Aber wir sehen, die Natur arbeitet ungemein langsam. Die Form entsteht ja nicht von heute auf morgen im Felsen. Und dann im selben Satz sagt dann mein Großvater noch, aus diesem Grunde, weil die Natur so langsam arbeitet, ist es unmöglich, die sich in ihr abspielenden Vorgänge im Wege des Laboratoriumsversuches zu erfassen, weil auch die richtigen Voraussetzungen und Zusammenhänge fehlen. Also man kann, so wie Masaru Emoto, wird vielen von Ihnen ein Begriff sein, der Wassertropfen einfriert und dann unter dem Mikroskop betrachtet und wunderschöne oder auch nicht so schöne Kristalle bekommt. Das sind aber nur Momentaufnahmen. Das wirkliche Geheimnis des Wassers ist in der freien Natur, wenn es sich entfalten kann. Erst dann sehen wir, was das Wasser alles ist und was es kann. Hier sehen wir es, was es alles im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende geschaffen hat hier. Und jetzt kommt ein Punkt. Viktor Schauberger, 1885 geboren, also seine Blütezeit hat er so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehabt. Er ist ein Zeitgenosse von Sigmund Freud. Und daher kommt er auch mit Charakterisierungen, nämlich, dass das Wasser einen Charakter hat, dass das Wasser eine Psyche hat, dass es böswillige Wässer gibt. So wie Kinder, die eingesperrt werden und dann, wenn sie freigelassen werden, dass sie dann ja fast nicht zu bändigen sind. Dass also Flussbaumaßnahmen nach hinten losgehen können. Also, er sagt, wir müssten auf den Charakter des Wassers schauen, denn die Eigenschaften des Wassers sind durch eine Summe von Umständen bedingt, die erst zum kleineren Teil von den Fachleuten beachtet wurden und nach wie vor werden. Also wenn wir uns das Wasser anschauen, dann sehen wir, wozu es alles fähig ist, was es alles machen kann und wie es sich darstellt. Auch hier wieder der einzelne Tropfen und das Gesamtbild. Und dann hat mein Großvater auch bemerkt, schon vor über 50 Jahren, dass die Gletscher zurückgehen, die Erdkruste austrocknet, die Grundwasserspiegel sinken, die Großstädte nur mehr sehr schwer mit Trinkwasser zu versorgen sind. Hier einige dieser bekannten Fotos aus dem Internet, wie die Gletscher zurückgehen, wie auch in Grönland oder in anderen Teilen der Erde das Eis sich zurückbildet. Und eine andere Geschichte, wo auch auf einmal alles weg ist, das ist der Kahlschlag. Wenn also ganze Wälder gerodet werden, nur um Profit zu machen, um das Holz einerseits zu Fußböden oder was immer auch zu verarbeiten oder zu verheizen oder zu Papier zu machen und um dann auf diesen Böden was zu machen, irgendwas anzubauen. Wir haben es heute schon gehört, es ist ja nicht nur, dass Soja angebaut wird für unsere Schweindeln, damit wir Fleisch essen können hier, sondern dass in anderen Kontinenten mittlerweile auch angebaut wird, um zum Beispiel andere Länder mit Lebensmitteln zu versorgen und die heimische Bevölkerung hat nichts mehr von dem Ertrag der Böden. Sogar zumindest bei uns in Österreich steigen sogar Pensionskassen schon in dieses Spielchen ein, um Profit zu machen mit der Armut oder mit dem Leid dann der Bevölkerung in jenen Ländern, wo eben für unseren Profit angebaut wird. Aber noch was Zweites wäre hier zu sagen. Jetzt stellen Sie sich vor, hier ist einmal ein Wald gewesen. Und es ist jetzt nicht irgendwo im Süden Amerikas, sondern im Norden, Vancouver Island, British Columbia, also ganz im Nordwesten. Was passiert, wenn die Sonne drauf scheint? Bitte? Trocknet aus. Also, nicht mehr verfügbar. Es wird
der Wind kommen, es wird die Sonne drauf scheinen, es wird der Regen kommen und mit einem riesen Regenguss ist die Humusaufbauarbeit von Jahrtausenden zunichte gemacht. Auch das die Kleinlebewesen, wie zum Beispiel kleine Bäume, die im Schatten der Mutterbäume langsam herangewachsen sind, sind plötzlich dem UV-Licht der Sonne ausgesetzt. Normalerweise in einem Mischwald kommen nur 10% des Sonnenlichts bis zum Boden hinunter. Und auf einmal sind es 100%. Also das muss verdorren. Dann heizt das Ganze auf und wir kennen zwei Effekte. Zum einen kann das Wasser nicht mehr eindringen in den Boden, weil ja auch nichts mehr da ist, rinnt ab auf allen Seiten und kommt von überall gleichzeitig daher und wir bekommen enorme Hochwasserspitzen. Das heißt, es wird auf einmal, kommt so viel Wasser daher, dass zum Beispiel voriges Jahr oder was heuer, die armen Leutchen im Keller saufen, weil sie nur ihre Waschmaschine retten wollten. Aber das Wasser ist so schnell gestiegen, dass sie nicht mehr die Stiege raufkamen. Also das ist der eine Effekt. Und der andere Effekt, wenn ich jetzt so eine Herdplatte habe und das Wasser kommt drauf, verdampft sofort. Also es perlt entweder ab oder es verdampft. Und da sagt mein Großvater, es kommt dann zur Bildung von weiteren Regenfällen. Und das haben wir voriges Jahr und heuer, zumindest bei uns in Oberösterreich, haben wir das entdecken können. Wir hatten Regen, dann klar das auf, blauer Himmel, wunderbar. Aber eine Stunde später kamen die Wolken wieder und es hat wieder geregnet. Und das Spielchen hat sich mehrmals am Tag wiederholt. Also wir haben nur mehr einen halben Kreislauf. Das Wasser kann nicht mehr eindringen in den Boden, kann nicht mehr gereinigt werden, sondern geht gleich wieder weiter. Es kann sich nicht mehr regenerieren. Und auf diesen Flächen, Herr Dahlke hat es schon angesprochen, wird Monokultur veranstaltet. Wir haben hier einige Beispiele. Erstens der Einsatz von Pestiziden, Herbiziden. Was fällt uns da hier noch auf? Was fehlt? Ah, die Vielfalt, drum Monokultur. Bäume fehlen. Dadurch, dass die Bäume fehlen, haben wir keinen Schatten. Dadurch haben wir aber auch keine Vögel, kein Niederwild, kein Leben mehr. Der Boden selber, durch den Einsatz der Kunstdünger, er verarmt. So, und jetzt kommt aber noch ein Aspekt dazu, der vielleicht bislang überhaupt nicht beachtet worden ist. Wenn wir nämlich schauen, dass jede Pflanzenart, sie brauchen nur einen Ast zu knicken oder einen Halm zu knicken, eine Blume zu pflücken. Und Sie sehen, das sind verschiedene Säfte. Und jede Pflanze nimmt Wasser auf und gibt es wieder ab in der Nacht. Und wenn wir nur mehr eine Art von Pflanzen haben, haben wir auch Monokultur beim Wasser. Also auch die Vielfalt des Wassers geht zum Teufel. Und damit haben wir auch viel weniger Widerstandskraft des Wassers. Aber es kann auch nur mehr wenig selber geben an die Umgebung. Also wir haben nicht nur von den Pflanzen, vom Boden Monokultur, sondern auch im Wasser. So, schauen wir wieder ein bisschen zum Wasser hin. Und hier ein Lehrsatz meines Großvaters, und da schließe ich auch an Rüdiger Dahlke an, der die verschiedenen Religionen zitiert hat. Im Endeffekt sollten wir mit der Natur leben und nicht gegen sie. Und dieses mit der Natur wirkt sich auch in der Technik aus, da werde ich später noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. So wie in der Natur die Formen sind, so sollten sie auch in der Technik sein. Viktor Schauberger hat das versucht, in einer Zeit, wo er keine Materialien gehabt hat zum Basteln, in Zeichnungen umzusetzen. Diese Bewegung des Wassers. Oder wie könnte ich pflügen? Er hat sich verschiedene Modelle von Biopflügen überlegt. Und zwar zum Beispiel diesen hier, dass das Erdreich hochgehoben wird und dann wieder genauso hingelegt wird, wie es vorher gelegen ist. Hat den Vorteil, dass die Bioorganismen, die in, sagen wir, 30 Zentimeter Tiefe waren, dass die da unten bleiben, weil die sind ja aus gutem Grund da unten. Die wollen nicht nach oben und die, die oben sind, wollen nicht hinunter. Und mittlerweile wird das Pflügen ja ohne dies schon sehr, sehr, sehr kritisch betrachtet und in vielen
organischen und sonstigen Landbaumaßnahmen wird vom Pflügen überhaupt abgesehen. Aber hier ist so ein Modell und da sieht man, dass rechts ist die Haut eines Haifisches unter dem Elektronenmikroskop. Und das hat mein Großvater sicherlich nie gesehen. Aber vor seinem geistigen Auge ist irgendwas entstanden, wie pflügt man richtig. Und wenn der Haifisch so durch das Wasser pflügt, kann man sich vorstellen, aha, das könnte ja ein guter Ansatz sein, mit dieser Art es wieder raufgewendet und wieder zurückgelegt. Ja, hoppala, noch so ein Bild. Aber dieser Pflug hat auch den Nachteil, dass er leider, wenn der Boden recht feucht ist, dass dann das verklumpt und leider verstopft wird, ist nicht die ideale Pflugform geworden. Ein zweites hat er festgestellt, nämlich, dass seit es Eisenpflüge gegeben hat und die mit dem Traktor gezogen werden und man schnell über die Felder fährt, dass der Bodenertrag nachlässt. Und hat gesehen, dass eigentlich andere Materialien viel besser sind. Von den magnetischen Eigenschaften, vom Abrieb her, wenn Sie mit dem Eisenpflug fahren, kommt Rost in den Boden. Und von energetischen Begleitumständen. Aber nachdem so ein Pflug aus Kupfer natürlich sehr teuer ist und wenn Kupfer abgerieben ist, dann ist halt sehr viel Geld dann im Boden drin, haben wir uns vor rund 15 Jahren überlegt, einmal klein anzufangen. Und da ist eine ganze Palette an Kupfergartengeräten daraus entstanden. Und das ist wirklich über 90% Kupfer und ist irrsinnig hart. Es ist nämlich gedengelt, das heißt kalt getrieben, händisch zubereitet und ist wahnsinnig hart. Aber geht wunderbar in den Boden hinein und sie tun auch noch was Gutes für den Boden, weil eben Spurenelemente hineinkommen, die für das Bodenleben ganz wichtig sind und sie bekommen schönere Pflanzen und mehr Ertrag. Aber alles Weitere erzählen Ihnen die jungen Kollegen unten im Garten. So, zum Wasser zurück. Wann dürfen wir Wasser den Leuten verabreichen? Wenn es nicht übel riecht, wenn es nicht verunreinigt ist, wenn es nicht verkeimt ist, wenn es nicht ist. Also Trinkwasser ist bei uns negativ definiert. Wir wissen nur, was es alles nicht sein darf. Aber wir wissen nicht, wie es sein sollte. Die Qualität des Wassers wird kaum beachtet. Und jetzt merken die Menschen auch schon zur Zeit meines Großvaters, das, was sie da zum Teil aus der Wasserleitung bekommen, ist nicht mehr so gut. Und sie fügen ihrem Körper schweren Schaden zu, wenn sie zu wenig und nicht so gutes Wasser trinken. Aber mein Großvater war da nicht so wie Rüdiger Dahlke. Als Mediziner hat er das gesagt, sondern rein aus Beobachtung heraus als Nicht-Mediziner. Das hat man ihm auch angekreidet, weil er einen Apparat zur Herstellung von quellwasserähnlichem Trinkwasser konstruiert hat und da sind die Leute auf einmal gesund worden. Aber das darf man ja nicht, er ist kein Arzt, er darf die Leute nicht gesund machen. Jetzt hat man ihm das schnell wieder abgedreht. Das ist der Apparat zur Herstellung von quellwasserähnlichem Trinkwasser. Hier wird der gesamte Kreislauf, der volle Kreislauf des Wassers nachgebildet. Wasser dringt ein in den Boden, wird gereinigt, kühlt sich ab, steigt über Mäanderstrecken im Berg hinauf, nimmt Mineralien mit und kommt oben als kalte Quelle wieder aus dem Berg heraus und erquickt. Dieses Patent hat er 1935 erhalten und er hat da Wirbelstrecken drin, er hat Abkühlung, er hat Silber-Gold-Lamellen drin, er gibt Mineralien dazu, etc. etc. Er war also der Erste, der sich über die physikalische Natur des Wassers auch Gedanken gemacht hat und daher gilt er als Pionier der Wasserbelebung. 1935 der erste Wasserbelebungsapparat. Also, das ist kein Geheimnis, ist auch ganz genau beschrieben, wie der Apparat ausgeschaut hat. Nachher, später hat sich Viktor Schauberger auch andere Formen einfallen lassen. Das ist sehr oft in die Eiform gegangen und ähnliche Formen, wie man Wasser beleben könnte, wie man Wasser in der Qualität besser machen könnte.
Und aus dieser Überlegung heraus, wenn wir schon bei Patenten sind, hat er sich auch überlegt, wie man Wasser besser führen kann und ist auf diese Formen gekommen. Und zwar, dass man einbaut in Rohrleitungen oder in Rinnen gewisse Leitelemente, dass das Wasser in Wirbeln daherkommt. Draufgekommen ist er auf diese Geschichte beim Holzflößen. Hier sieht man einen Gebirgsbach, wo seinerzeit einfach das Holz hineingeschmissen wurde und mit einem Schwall Wasser hinuntertransportiert wurde. Natürlich sind da sehr viele Hölzer kaputt gegangen, weil sie sich verkeilt haben oder am Felsen zerschellt sind. Er hat sich dann überlegt, genauso wie hier in der Nähe der Schwarzenbergsche Schwemmkanal ist, also an der Grenze zwischen Böhmen und Österreich, gibt es einen Kanal, wo schon vor Jahrhunderten begonnen worden ist, Wasser zu schwemmen, Holz zu schwemmen mit Wasser, um zum Beispiel die Reichshauptstadt Wien mit Holz zu versorgen. Das ist aber ein eher kastenförmiger Kanal. Die Neuerung bei Viktor Schauberger ist das Runde. Und da hat man halt den Vorteil, dass nicht irgendwo tote Ecken sind, dass Wasser verloren geht oder nichts tut, sondern es kommt alles daher. Nur ist ihm passiert, dass ein Holzstück, ein Riesenholzstamm liegen geblieben ist, weil er zu schwer war für das Wasser. Er hat dann seine Arbeiter nach Hause geschickt, am nächsten Tag Kommissionierung, was machen wir? Er setzt sich hin und spürt auf einmal unter seiner Lederhose, da spürt er irgendwas, dann springt er auf, sieht eine Schlange, er ist auf einer Schlange gesessen, nimmt den Stab, schmeißt die Schlange im hohen Bogen weg, sie landet in einem der Stauteiche, will wieder an Land gehen, schafft es aber nicht, dreht um und schwimmt quer in einer Linie über den See und drüben kann es dann entschwinden. Und da kommt er drauf, hoppla, vielleicht ist das das Geheimnis. Zunächst hat er sich überlegt, wie kann eine Schlange ohne Flossen so pfeilschnell in eine Richtung schwimmen. Und dann hat er mit dem Gucker oder Zuwizara, wie wir sagen, mit dem Fernrohr, hat er gesehen, aha, so macht sie Schlange. Normalerweise an Land, im Sand, wie macht sie Schlange? Sie schlängelt. Und im Wasser? Auch in dieser Form. Also nicht nur so, sondern auch so. Das heißt, horizontal und vertikal macht sie eine Schlangenbewegung. Und wir sehen hier, der Kopf schaut raus, dann ist ein bisschen was unter Wasser, dann schaut wieder was raus, wieder was unter Wasser und schaut wieder was raus. So, und jetzt hat er sich überlegt, wie könnte ich das schaffen, dass ein Holzstamm, ein schwerer Holzstamm, wie eine Schlange Kopf hoch runterschwimmt. Hat er seine Arbeiter geholt und hat Lärchenlatten, also Holzlatten einbauen lassen in diese runden Kanäle, dass das Wasser so schräg in eine Drehbewegung versetzt worden ist. Und was bedeutet das, wenn ich hier, das wäre zum Beispiel der Baumstamm und das Wasser dreht sich jetzt um den Baumstamm. Was passiert hier am Ende des Baumstamms? Ja, das Wasser dreht sich, aber was passiert noch? Ja, also er bewegt sich einmal und hier entsteht Unterdruck, weil sich das ja weiter dreht, das Wasser geht ja weiter, Sog entsteht. Und daher hat der Großvater das dann ziehendes Wasser genannt, denn der Sog ist viel stärker als der Druck. Also was wir mit Druck nicht erreichen, können wir mit Sog erreichen oder ziehen, mit ziehen, also der Zug. Wir sagen ja auch, wenn wir Kinder großziehen, dann erdrücken wir sie ja nicht. Wir sagen ja erziehen und nicht erdrücken, hoffentlich. Also nur um Ihnen zu zeigen, also die deutsche Sprache weiß es ja auch, wie hat man den besseren Erfolg, indem wir erziehen und nicht erdrücken. Aber das nur nebenbei. Hier einige Impressionen von diesen Holzschwemmanlagen, da gibt es einen historischen Film dazu und auf der DVD, die es auch hier am Bücherstand gibt über meinen Großvater, haben wir dieses Kapitel bearbeitet. Da sehen Sie dann Ausschnitte aus einem Film aus den 20er Jahren mit einem martialischen Ton, wie es halt damals üblich war, der Forstmann Schauberger und so weiter. Und ja, und hier sieht man noch diese Massen an Holz, die
oben in den Wäldern geschlägert wurden, dann über diese Leitung hinunter transportiert wurden und das ist dann der Lagerplatz. Aber was ist natürlich meinem Großvater bald einmal geschossen, wie man bei uns in Österreich sagt, dass er natürlich beigetragen hat zur Abholzung der Wälder. Und er hat dann sehr bald mit dieser Technik aufgehört und hat sich anderen Dingen zugewandt. Aber aus dieser Befassung mit dem, wie kann ich Wasser richtig leiten, ist er auch auf Flussbaumaßnahmen gekommen. Das heißt, nicht nur in der Rinne, sondern in der freien Natur. Schon zu seiner Zeit waren sehr viele Flüsse begradigt. Aus diesen oder jenen Gründen. Und da gibt es in der Steiermark einen Flussbaumeister, Ottmar Grober, der hat sich diese Methoden meines Großvaters oder Ideen angeschaut und hat entsprechende Flussbaumaßnahmen im Auftrage der Behörden umgesetzt. Grundsätzlich geht es darum, dass wir nicht Wasserläufe von außen zwingen sollten, irgendwas zu machen, sondern Einbauten im Fluss vorzunehmen, damit die Hauptenergie im Fluss bleibt und dadurch auch Sog entsteht und die Peripherie, die Ränder entlastet werden und ein Sog zur Mitte besteht. Und hier sieht man die zwei Beispiele. Hier zeigt einmal Viktor Schauberger, wie es richtig gehört, im Vergleich zu einem technisch verbauten Wasser. Und er zeichnet auch hier den sogenannten Flussgenerator ein. Das heißt, hier wird Energie wieder abgegeben. Energie, die der Fluss sich in der Kurve holt, durchs Einrollen, kann er bei der Furt wieder an die Umgebung abgeben. Und wenn Sie Bilder von oben von Flüssen sehen oder selber einmal einen Fluss beobachten oder am Fluss entlang gehen, dann merken Sie nach der Kurve, da kriegt man Energie. Dort ist die Natur frohwüchsig und dort haben Sie wunderbare Entspannungsmöglichkeiten oder Wiederauflademöglichkeiten für sich. Also, zuerst war das Wasser da und dann kam das Ufer, wenn wir die Bibel lesen. Der Geist Gottes schwebt über den Wassern und dann fangen wir erst an, damit irgendwas zu machen. Das Wasser ist schon da. Hoppala. Und hier kommt auch ein Ausdruck, den Sie bei verschiedenen Systemen, die Ihnen nahegebracht werden, Sie sollten doch Ihr Leitungswasser verbessern, dann kommt die Wasserbelebung zum Tragen. Und das ist ein Ausdruck, den mein Großvater schon vor mehr als einem halben Jahrhundert geprägt hat. Hier sieht man ein Beispiel von Ottmar Grober, wie er zum Beispiel die Mur, den größten steirischen Fluss, sich mal hergenommen hat. Und zwar hat er hier eingebaut, man sieht es kaum, also bei normalem Wasser sehen Sie das gar nicht, da sind einige Felsbrocken sind da eingebaut in der Mur und dadurch wird das Wasser zu ganz anderen Bewegungen animiert. Nämlich, es kommt hier herunter und da sind ein paar Felsblocks, die überspült werden und das Wasser kommt in eine Drehbewegung auf den Seiten. Dadurch wird das Wasser, also Sie müssen sich das so vorstellen, hier sind einige Steine und das Wasser kommt daher und geht dann in so eine Bewegung über. Dadurch wird der Fluss hier vertieft, dadurch sind dann dort andere Strömungsverhältnisse, jetzt kommen andere Fische daher, die gerne da unten sind. Und oben haben sie eine höhere Strömung und dort sind wieder andere Arten. Und siehe da, bei den Flussbaumaßnahmen von Ottmar Grober nimmt auf einmal der Fischbestand zu, weil sich die Fische wohlfühlen. Weil vorher war ja der Fluss einfach nur kastenförmig und überall war die Sohle, also der Boden, gleich von der Zusammensetzung der Steine. Wenn ich aber so Flussbaumaßnahmen nach Viktor Schauberger mache, dann verändert sich der Untergrund. Ich habe an gewissen Stellen habe ich Sandablagerungen, an gewissen Stellen habe ich große Steine, an anderen kleine Steine. Und jeder Fisch braucht eine andere Art der Körnung des Sandes oder des Geschiebes, um abzuleichen. Und dadurch bekommen sie mit solchen Maßnahmen auch viel mehr Fische in einen Fluss hinein. Das ist eine andere Form. Hier war ein Kanal schon vorgegeben. Er konnte nicht mehr erweitert werden oder
dem Fluss konnte nicht mehr Platz gegeben werden, dass er wieder meandert. Jetzt waren ursprünglich Stufen drin, dass das Wasser so runtergeflossen ist. Platsch, platsch, platsch. Und jetzt hat der Ottmar das folgendermaßen gemacht, simpel ausgedrückt. Er hat diese Stufen aufgeweitet. Und zwar auf der einen Seite zwei Drittel reinbaut, dann weiter unten zwei Drittel und wieder zwei Drittel. Und dadurch meandert das Wasser hier von oben nach unten durch. Oh, bitte? Genau, zick, wenn Sie wollen, zickzack. Aber sagen wir Meander, wie die Schlange. Jetzt sind wir wieder bei der Schlange. Also, und die Fische können wieder flussaufwärts wandern. Das können sie bei den Schwellen natürlich nicht. Und ein Lieblingsobjekt war die Forelle. Mein Großvater hat die Forellen studiert. Mal schauen, aha, ja, bleiben wir bei der Forelle. Und was hat er festgestellt? Erstens mal, sie bleiben im Fluss still stehen. Haben Sie schon mal Forellen beobachtet? Reißender Fluss und sie stehen da und schwanzeln nur ein bisschen. Und wenn man sie erschreckt, gegen den Strom, genau, gegen den Strom schwimmen sie weg. Und dann hat er noch festgestellt, wieso sind da überhaupt Forellen hier? Die sind normalerweise das ganze Jahr viel weiter flussabwärts. Aber zum Laichen kommen sie Richtung Quelle. Aber wie sind die dahergekommen? Da ist ein Wasserfall. Dann hat er in einer mondhellen Nacht beobachtet, wie eine große Laichforelle gekommen ist, auf diesen Wasserfall zugeschwommen ist, dann in Spiralbewegungen um den Wasserfall herumgeschwommen ist, dann verschwunden ist und auf einmal sieht er die Forelle emporschweben im Wasserfall, sie macht oben einen Überschlag und schwimmt weiter. Und das hat ihn zu folgender Überlegung gebracht. An sich von den Muskelkräften geht es nicht, dass der darauf springt. Weil, was ist zu schwer oder zu kräftig? Die Schwerkraft. So, jetzt wissen wir aber, zu jeder Kraft gehört immer eine Gegenkraft. Und wenn ich jetzt eine Gegenkraft habe, Schwerkraft, dann muss es eine Leichtkraft geben. Ganz einfach. Oder Gravitation, gravis grave für die Lateiner, levis leve, Gravitation, Levitation. Also muss es diese beiden Dinge geben, andere sagen vielleicht Antigravitation. Und einige kennen meinen Vortrag bereits und wissen, dass jetzt ein kleines Experiment kommt. Wenn Sie Lust haben, dann lade ich Sie jetzt zu einem Experiment ein. Dieses Experiment dauert 5 Sekunden. Wollen Sie mitmachen? Dann bitte ich Sie aufzustehen. Dankeschön, Sie können sich wieder hinsetzen. Das war das Experiment. Das war's. So, was haben wir denn jetzt bemerkt? Was haben Sie bemerkt? Dass Sie jetzt wieder munter sind, ja. Danke. Das war eigentlich der Hauptzweck. Nein. Was haben Sie beobachtet? Wie leicht Sie beeinflussbar sind. Also, ich kann Sie leicht machen. Leichtsinnig. Ja, genau. So, na, ich möchte Ihnen sagen, worauf es mir ankommt. Wenn ich Ihnen das jetzt vorzeige, liebe Kamera, ich bin jetzt weiter unten, und jetzt wieder hochkomme, was ist denn passiert? Ich habe gegen die Schwerkraft nicht wirklich ankämpfen müssen. Ich wiege gut 80 Kilogramm. 80 Kilogramm zu heben, das wäre, wir sind in Bayern, 8 Kasten Bier. Volle. Kann ich das heben? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann mich heben. Aber nur solange ich gesund bin, wenn ich 39, 40 Grad Fieber habe, österreichisch sagt man, dann liegst auf der Dacken, dann liegst du am Teppich, dann kannst du nicht mehr aufstehen. Also, oder ein Kind, das sie tragen, wenn es einschläft, wird schwerer. Oder Sanitäter wissen, jetzt sagen wir mal, Bewusstlose. Ganz anders zu tragen als einer, der gesund ist. Das heißt, wenn ein System gesund ist, und das scheint bei der Forelle und dem Bach der Fall zu sein,
dann ist es ein leichtes. Dann haben wir die Levitation. Und auch wir, solange wir gesund sind, wenn ich diesen Arm hebe, ich merke nicht, dass ich da, ich weiß nicht, 7, 8 Kilo, 10 Kilo, ich weiß es nicht, hebe, solange ich fit bin. Und jetzt kommen wir zu den ominösen Implosionsmaschinen, denn Viktor Schauberger hat versucht, die Natur nachzubilden und hat geschaut, wie kann ich Antigravitation erzeugen, im weitesten Levitation. Aber wir kommen, ein bisschen später kommen wir drauf. Ich möchte nur ein bisschen beim Wasser bleiben, denn eigentlich ist es ja ein Wasservortrag. Nur habe ich beim Plakat hier gesehen, da ist ja ein UFO drum. Also muss ich auch was über Viktor Schauberger und die UFOs bringen. So, ja, zuerst aber zum Fluss noch. Also, wir müssen schauen, dass man naturrichtig bewegt, einen Fluss, und nicht so, weil da kann man sicher nichts beleben. Da belebt sich auch nichts. Forschungen zeigen, nach 7, 8 Kilometern ist ein total verschmutzter Fluss wieder sauber, wenn er natürlich fließen kann. Wenn er allerdings in einem Kanal dahin vegetieren muss, dann wird er nicht gereinigt. Wenn wir uns anschauen, Amazonas, Seitenarm, wie viel Platz das Wasser früher gehabt hat und dann nur für die Schifffahrt oder was immer auch, begradigt man das. Also auch schon an diesem Beispiel sieht man, wo soll denn das ganze Wasser hin, das vorher so viel Platz gehabt hat, wenn es jetzt daherkommt. Oder hier der Rhein, er ist seinerzeit schrittweise begradigt worden. Ihm fehlen jetzt mittlerweile 80 Kilometer, dem gesamten Rhein. 5% seiner Länge sind weg. Und hier ein ganz kleines Beispiel, das ist in der Nähe von Görlitz, also an der Grenze zu Polen. Da waren bei einem Wasserbauseminar, bei uns in Bad Ischl waren junge Wasserbaumeister oder Flussbaumeister, und die haben da einen ganz kleinen Kanal gehabt und haben hier diese Pendelrampe, wie Ottmar Grober es nennt, eben eingebaut. Einfach, dass das Wasser mal runter meandern kann. Und dadurch viel, vorher ist es einfach nur gerade runtergeflossen. Gell? Könnt ihr euch vorstellen. Und jetzt auf einmal meandert es darunter. Und damit man sich das besser vorstellen kann, schauen wir 1, 2 Monate voraus, dann schaut es so aus. Und da sieht man jetzt das Lebendige des Wassers. Also ein wunderbares Bild. Dieses Meandern hat sich mein Großvater natürlich auch überlegt für nicht nur Flüsse, nicht nur Holzschwemmanlagen, sondern Wasserleitungen insgesamt. Und bei gewissen Versuchen ist man draufgekommen, dass, siehe an, durch solche spiralige Rohre das Wasser viel leichter durchfließt, dass es viel schneller durchfließt. Er hat sich da verschiedene Apparaturen überlegt. Im Endeffekt hat er dann ein Patent angemeldet, gemeinsam mit meinem Vater Walter, wo das Rohr einen eiförmigen Querschnitt hatte, mit einer Eindellung hier, und das Rohr gewickelt wird über gewisse Körper. Und man sieht dann, es kommt dann sowas raus. Das sind so verschiedene Formen, mit denen mein Großvater experimentiert hat. Und bei einem der Versuche, dem legendären Pöpel-Versuch 1952 an der TU Stuttgart, soll sogar so gewesen sein, dass bei einer dieser Rohrformen das Wasser auf der anderen Seite schneller rausgekommen ist als hinein. Das Wasser hat sich selber durchgeschraubt, durchgesaugt. Und wenn das wirklich der Fall ist, dann könnte man das ja in Maschinen einbauen, Wasser oben einleiten und es kommt auf der anderen Seite schneller raus, also kriege ich einen Antrieb oder einen Vortrieb. Und da hat er das Heimkraftwerk konstruiert 1955. Und da sieht man, ein befreundeter Schmied hat es mal aufgebaut, aufgemacht und wieder renoviert. Und da sieht man diese spiraligen Rohre. Und da sollte durch das schnellere Durchfließen des Wassers Bewegungsenergie gewonnen werden, so wie es die Natur macht, zum Beispiel in einem Zyklon. Leider ist dieser Apparat, wir haben ihn zu Hause stehen, bei uns im sogenannten Schauberger Museum, also wir sind kein Museum, aber wir haben Schauräume, und ab Mai, Juni
2012 haben wir wieder geöffnet in Bad Ischl und Sie sind herzlich eingeladen. Wahrscheinlich immer zu Beginn des Monats am Wochenende öffnen wir und da können Sie sich diesen Apparat original anschauen. Es sind damit viele Hoffnungen verbunden gewesen. So steht da zum Beispiel in einem Artikel aus dem 56er Jahr, man braucht als Betriebsstoff nichts anderes als durch die Heimkraftmaschine diamagnetisch aufgeladenes Wasser. Sie benötigt weder Benzin, Öl, Gas oder einen sonstigen explosiven Treibstoff. Und daher kommt auch der Begriff Implosion. Er ist jetzt nicht gedacht so wie bei einer Fernsehröhre, die implodiert, die in sich zusammensackt, sondern einfach nur als Gegenteil der Explosion. Also die Technik, die mein Großvater favorisiert hat, ist jene, die der Explosion entgegengerichtet ist. Nämlich Implosion, die, wie ich es ganz am Anfang des Vortrages gesagt habe, nicht das zentrifugale Prinzip, sondern das zentripetale, das zum Beispiel durch den Wirbel versinnbildlicht wird. Dieser Verein für Implosionsforschung hat sich diese Rohre angeschaut und nachdem man mit so einem Rohr schwer in der Hausinstallation was machen kann, weil der Platz nicht vorhanden ist, haben sie sich gedacht, wir nehmen ein herkömmliches Rohr, ein Kupferrohr und drücken einfach eine Spirale hinein. Und ich darf Ihnen das durchgeben. Und zum Wohl. Und schaut bitte gegen das Licht, dann seht ihr eine wunderbare Eindrehung. Und auch hier wird erfüllt, was in dem Patent an Querschnitt gefordert wird, nämlich diese eiförmige Geschichte. Und so schaut es aus, wenn man reinschaut. Verein für Implosionsforschung, die stellen das her. Oder hier im Großen. Also die Herrschaften in der ersten fußfreien Reihe, die haben das schon gesehen, dieses Bild. So in die Richtung. Hier sieht man, wie das Wasser eingedreht wird, eingerollt und damit auch belebt wird. Die Spirale, die wir ja auch aus dem Makrokosmos kennen oder von Wirbelstürmen, auch hier wieder fängt an, sich zu drehen und wird auf einmal immer schneller, schneller, schneller. Also die Natur kann das. Aus der Umgebungswärme, zum Beispiel über der Karibik, aus dieser feuchten, heißen Luft, eine Drehbewegung zu machen und enorme Kräfte herauszuholen. Etwas, was nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik eigentlich nicht sein dürfte. Aber Viktor Schauberger denkt sich, na, vielleicht können wir das nachahmen mit diesen Heimkraftwerkmodellen. Er zeichnet also und schaut, wie kann ich da hier dieses eindrehende Prinzip umsetzen. Er hat wunderbare Zeichnungen, auch über Fließbewegungen. Man fühlt sich sogar ein bisschen an Leonardo da Vinci, Codex Leicester erinnert. Also er war auch da sehr talentiert, mein Großvater. So, und dann kommt es, ich zeige euch vielleicht das nochmal. Hier, da ist schon der Ansatz hier mit so Wellen nach außen. Und die Idee ist dann, dass er zwei Wellenscheiben übereinander legt, diese rotieren lässt und das Medium, das zwischen den beiden Scheiben ist, nach außen meandern muss. Und mit gewissen Katalysatoren, sprich Stoffen, die nur ein bisschen was dazu helfen, sollte eine Energiemaschine oder ein Antriebssystem entwickelt werden. Aber auch, interessanterweise, sagt er, ich kann damit unter gewissen Umständen mehr Wasser in Süßwasser umwandeln. Also nicht entsalzen, denn er sagt, Salzwasser ist einfach nur eine andere Form des Wassers. Und ich kann es umwandeln. Schon in dem Buch Unsere sinnlose Arbeit, es liegt hier auf, schreibt er 1933 im Untertitel, der Weg aus der Krise durch Atomumwandlung, nicht Atomzertrümmerung. Also es geht in Richtung Transmutation, wenn Sie so wollen, Stoffumwandlung. Und das sollte bei seinen Maschinen auch stattfinden. Hier sieht man auch Konstruktionszeichnungen. Sie sehen hier Repulsine Typ 5 und das Ganze aus den Jahren 44, 45 mit Häftlingen des KZ Mauthausen gezeichnet
Und man hat auch begonnen, an einem derartigen Apparat zu bauen. Das wäre jetzt der Kopf gewesen. Hier nochmals die Wellenscheibengeschichte mit hier Schlitzen in der oberen Scheibe, wo Medium wie zum Beispiel Luft oder Wasser eingesaugt werden kann und dann verteilt wird durch die sich schnell drehenden Wellenscheiben. Nun muss man aber noch dazu sagen, dass das gedacht war, vertikal vorne vor einem oder mit einem Einlass in einem Flugzeug oder einem Unterseeboot. Und die Idee dahinter war, dass durch diese Stoffumwandlung vor dem Flugzeug, vor dem Unterseeboot, wie er es nennt, ein biologisches Vakuum aufgebaut wird, was uns in Richtung Nullpunktenergie bringt oder Vakuumenergie oder wie immer auch man das bezeichnen möchte. So, das wäre noch eine Anwendung. Das ist jetzt aufrecht gezeichnet, ist aber gedacht, umgedreht an der Decke eines Raumes, der sogenannte Klimator, der, so wie die Sonne, je tiefer wir auf der Erde kommen, desto heißer wird es, nicht die Wärme von unten aufsteigen lassen sollte, sondern die Wärme von oben herunterschickt, die sich dann am Fußboden breit macht. So war die Idee dieses Apparats, Klimator. Und das sind jetzt Bilder, die wir kennen aus dem Internet. Dieses Bild ist erstmals veröffentlicht worden, so viel ich weiß, in der Broschüre Implosion statt Explosion eines Journalisten namens Brandstätter 1955. Dieses Bild und dieses Bild. Und das sind die einzigen zwei Bilder, die es gibt. Und alles andere sind Fotomontagen. Und auch hier muss man sagen, wenn man ganz genau schaut, waren das wirklich Schlitze da oben oder ist das nur drauf gemalt? Ist es retuschiert? Also man ist sich nicht sicher, denn dieser Teil ist unbekannt. Aber wie viele Schauberger-Kenner wissen, so ein Teil soll sich von der Werkbank losgerissen haben und soll gegen die Decke der Werkshalle geflogen sein. Und damit ist der Mythos geboren, Viktor Schauberger, Ahnvater der fliegenden Untertassen. Wobei es diesen Begriff zu jener Zeit ja noch gar nicht gegeben hat, weil das war dann, Flying Saucer war erst nach dem Krieg dann ein Wort für diese Art von Fluggerät. Die Deutschen in der Nazizeit hat man eher von Flugkreisel gesprochen oder von Nurflüglern. Aber dann gibt es in den 50er Jahren diese UFO-Sichtungen und dann werden wir morgen in fliegenden Untertassen reisen. Das war damals schon, in Mitte der 50er Jahre war das schon so ein Traum. Ja, und jetzt gibt es mittlerweile, also diejenigen, die sich mit der Repulsine befasst haben, kennen jetzt die ganzen Buideln, Nachbildungen und der Computer ist sehr geduldig. Oder auch hier Flugscheiben nach Schauberger, versuchen sich einige hier auf einer, ich weiß nicht von wo, Seite, wo versucht wird, das Prinzip zu zeigen. Oder wo auf einmal Viktor Schauberger mit dem und dem in Verbindung gebracht wird auf einer polnischen Seite. Oder diese Art von Montage, Bildunterschrift, such as Viktor Schauberger's Repulsion around the time of World War II. Ja, okay. Oder das hier. Bildunterschrift, sah so die Repulsine aus? Fragezeichen. Das US-Militär jedenfalls glaubte daran. So, was ist aber Fakt? Fakt ist, dass wir dieses Bild nach dem Krieg gehabt haben und dass genau dieser Apparat Anfang der 90er Jahre in den USA aufgetaucht ist. Dazu gibt es eine Geschichte, dass nämlich hier mein Großvater Viktor, mein Vater Walter und zwei Herren aus den USA, hier bei einem Pater für irgendwelche Gespräche, der bestätigen sollte gewisse Prinzipien. Dieser Mr. Gerchsheimer
hat für ein Konsortium meinen Großvater in die USA hinübergeholt, 1958. Unter der Versprechung, dass weiß Gott was alles gemacht würde, dass der Idee der Implosion zum Durchbruch verholfen wird. Nichts von dem hat stattgefunden. Mein Großvater war drüben, hat vieles mit hinübergenommen, unter anderem das, was übrig war von dieser Repulsine oder soweit halt damals 1944, 1945 die Arbeiten gekommen sind, bevor der Krieg zu Ende war. Also die ist nie fertig geworden. Und ich bin dann auf Fact-Finding Mission gegangen. In diesem Haus haben mein Großvater und mein Vater wochenlang gewohnt, in der Pampa draußen, jenseits jeder Zivilisation. Und arbeiten hätten sie sollen bei den Washington Ironworks in Sherman, Texas. Ja, und jetzt auf einmal taucht das wieder auf. Die Geschichte ist ungefähr, kurz gefasst, folgendermaßen. Ein Militärpilot hat diese Geschichten über fliegende Untertassen gelesen, hat festgestellt, Jössers Viktor Schauberger war in den USA, hat die Sachen mit rübergenommen und hat sie nicht zurückbekommen. So viel hat er gewusst. Und dann liest er Gerchsheimer aus so und so Texas, in dem Ort lebt meine Schwester. Jetzt ruft er dort an beim Operator, bei der Vermittlung, gibt es diesen Herrn Gerchsheimer noch? Ja, ja, Gerchsheimer. Karl Gerchsheimer. Karl Gerchsheimer. Karl mit einem K, mit einem K. Ja, Karl Gerchsheimer. Telefonnummer angerufen. Ja, ich bin der Viktor Schauberger 1958 rübergeholt hat. Ein Her und ein Hin, über Wochen hindurch, vertrauensbildende Maßnahmen, und eines Tages sagt der Mr. Gerchsheimer, dass er all the kit and caboodle, den ganzen Krempel, noch in der Garage hat. Und dann, ein, zwei Telefonate später, sagt er, ich brauch's nicht mehr, kannst haben. Und dieser Pilot rettet das für uns, fährt bei Gerchsheimer vor, lädt alles auf, was er findet, in dieser Garage. Und darunter ist auch die Repulsine. Und zwar, hier sehen wir, hoppla, sorry, das haben wir als Foto gehabt. Und hier ein Originalteil und hier nachgebaut, nach diesem Foto, das ich vielleicht nochmal zeige, hier dieser Kranz, den wir leider nicht mehr haben. Und auch den ganzen Aufbau haben wir nicht. Wir wissen nur, dass sie so ausschaut. Und diese Repulsine haben wir, nachdem sie in den USA noch getestet worden ist, ob es irgendeinen Auftrieb gibt, man hat nichts festgestellt, zumindest mit diesen Teilen, haben wir sie zurückbekommen. Und auch die haben wir jetzt zurück in Österreich. Wir sind viele Jahre gedrängt worden, zu schauen, wo sind die Sachen, ihr müsst den Staat USA klagen, ihr müsst die Sachen zurückholen. Das Schaubergersche Sogprinzip hat wunderbar funktioniert. Wir haben keinen Groschen bezahlt und haben es zurück. Hier nochmal auf dem... Kennt jemand den Herrn? Ist in der freien Energieszene zugange, Hal Puthoff. Und dieser Mann heißt sinnigerweise, der ist so groß, Scott Little. Ja, und jetzt haben wir es eben bei uns in Österreich, zu Hause in der PKS. Hier ist unser Haus, wo wir unsere Seminare abhalten in Bad Ischl. Mein Vater Walter, der auch verschiedene Patente angemeldet hat, eiförmiger Natur, Reaktionskammern, also ähnlich wie bei den Repulsinen kann man auch in eiförmigen Kammern einiges feststellen. Dann ist er aufmerksam gemacht worden auf Pythagoras und das Monochord. Und da kommen harmonikale Dinge zum Tragen. Wenn wir eine Saite genauso wie bei der Gitarre halbieren, dann klingt sie doppelt so hoch. Das heißt doppelte Frequenz. Wenn wir dritteln, dann dreifache Frequenz, vierteln, fünfteln, sechsteln. Und somit bekommen wir eine Hyperbel heraus. Eine Hyperbel, die als Grundriss kann man auch eine Spirale sehen. Man kann daraus sowas wie einen Eisstock machen. Man kann aber auch Trichter daraus formen, nach dieser hyperbolischen Form.
In diese Trichter kann man Wasser einlassen und experimentieren. So sieht es von oben aus, so sieht es von der Seite aus, so ein Zopf, der sich bildet. Hier ein Nachbau unseres durchsichtigen Apparats in Berlin oder bei Berlin, mittlerweile in Papenburg. Vielleicht haben einige gelesen darüber, über die Experimente. Mein Vater Walter Schauberger hat sie schon in den 70er Jahren gemacht und jetzt wurde es nachempfunden. Wasser einrollen in diesem Trichter, Deckel zu oben. Dadurch entsteht durch das Einrollen ein Unterdruck, CO2 eingeleitet. Das vermischt sich mit dem Wasser, siehe da explosiv. Und man kann dann, wenn man es mischt mit Pflanzenöl, kann man ein Dieselaggregat betreiben. Man kann ganz normal mit dem Mercedes-Diesel dann mit diesem Wassergemisch, Wasser-CO2-Gemisch fahren. Und hier sieht man, Scheichs interessieren sich und den Herrn kennen auch einige vielleicht, Konstantin Meil, Professor Meil. So, eine andere Geschichte. Der Wirbel in der Natur. Was macht das Hühnchen hier? Das ist das Odinshühnchen. Es schwimmt auf der Wasseroberfläche, dreht sich innerhalb von wenigen Sekunden um die eigene Achse. Dadurch entsteht ein Sog und das ganze Plankton vom Boden steigt nach oben und es pickt nur mehr und holt sich das Plankton, während es sich da dreht. Also eine wunderbare Anwendung in der Natur für den Wirbel. Bitte? Also hier sieht man es jetzt genau. Hier wird durch die Drehung des Hühnchens wird die Nahrung emporgeholt. Oder man kann anderes machen. Das war bei diesen Pöbelversuchen in Stuttgart 1952 eine Anordnung, die mein Vater Walter bei einem Kurs 1961 vorgestellt hat. Wenn Sie verschmutztes Wasser haben und Sie bringen es in Drehung, was passiert mit dem Schmutz? Er sammelt sich in der Mitte. Ein Teeflankerl-Effekt. Wenn ich eine Teetasse habe, also mit Teeblättern und ich rühre um, was machen die Blätter? Sie werden aufgewirbelt und sammeln sich dann am Boden in der Mitte. Das können Sie mit dem Zucker probieren, mit Wurst was, im Babyplanschbecken, im Runden, wenn da die Insekten schwimmen oder Laub. Sie laufen zwei, dreimal im Kreis und alles sammelt sich in der Mitte und Sie können es mit dem Netz herausholen. Also, hier sieht man es, die schwedischen Freunde haben hier mit Kaffeepulver experimentiert, eingedrehtes Wasser und der ganze Dreck sammelt sich in der Mitte und wird unten abgeleitet. Und das Wasser ist wieder sauber. Da gibt es einige Methoden, zum Beispiel in Texas, der Dan Rees macht es zur Reinigung des Grundwassers, ein paar Mal verwirbelt und das Wasser ist wieder sauber. Oder Freunde machen das in Schweden, dass sie mit so einem Aggregat, Sie sehen es hier, das Wasser durchleiten und dadurch das Wasser so verändern, dass Eislaufflächen viel härter und glatter werden. Das System, das wäre jetzt zu viel von der Zeit her. Es hat damit zu tun, dass ich mit so einem Aggregat auch Wasser entgasen kann. Bitte sehr. Bitte? Ja, der Dyson Staubsauger, genau. Und auch in anderen Industrieanwendungen gibt es das, ja. Also der Wirbel, dann eine weitere Anwendung des Wirbelprinzips, wird jetzt wieder aktuell, das ist in Kitzbühel, die Streif, ist da schon wer mal runtergefahren? Ja, dann wisst ihr, wie steil das ist. Und das wird präpariert für die Rennen mit dem Steinbach-Sprühbalken. Das schaut so aus, dass da ein langes Rädel ist und lauter kleine Düsen sind, wo das Wasser in diesen Düsen verwirbelt wird. Jetzt steht es am Kopf. Hier sieht man es, das wird aufgebracht, einfach am Boden, hier diese Wasserstrahlen raus und bis zu 30 cm tief dringt das Wasser in den Schnee ein, verlangsamt sich dann, verbreitet sich, steigt dann wieder auf durch den Einschusskanal sozusagen, haben Sie Verdunstungskälte und von unten her wird der Schnee immer härter. Einfach nur
mit reinem eingewirbeltem Wasser. Und sie brauchen nicht mehr, so wie früher bei den Weltcuprennen oder Weltmeisterschaften, mit Kunstdünger zu arbeiten. Weil ja auch sehr viele Biobauern mittlerweile in den Alpen sind und somit werden ihre Hänge, die sie zur Verfügung stellen, nicht verbrannt. Hier sieht man diese Einschusslöcher. Also das ist eine der Anwendungen des eingewirbelten Wassers. Und dann wird zum Beispiel ein Läufer wie Giorgio Rocca mit Startnummer 62 Vize-Weltmeister. Nochmals der Wirbel von außen nach innen, das verdichtende Prinzip. Hier eine der Möglichkeiten, auch Wasser zu Hause zu beleben. Wir haben hier wieder die hyperbolische Form, das ist der Martin-Wasserwirbler für die Dusche oder für Trinkwasser oder ein Tischgerät. Es gibt große Trichter zur Belebung von Biotopen, dass die sauber werden durch energetische Prozesse. Dazu möchte ich vielleicht, weil Kollege Stein morgen auch über das Wasser ein bisschen reden wird, noch ganz einen kleinen Ausflug machen, warum denn die Einwirbelung auch so belebend wirkt aufs Wasser. Ich mache es ganz kurz. H2O-Moleküle bestehen aus 2H und einem O und haben einen Überhang an Elektronen beim Sauerstoff. Und beim Wasserstoff habe ich dadurch einen Überhang an positiver Ladung, weil die Elektronen runterwandern. Damit habe ich bei jedem H2O-Molekül einen kleinen Dipol. Und die hängen sich aneinander, diese Dipole, und dadurch ist Wasser überhaupt flüssig. Denn an sich sollte Wasser als Gemisch von Wasserstoff und Sauerstoff, was sind die beiden? Das sind Gase. Sollte eigentlich wieder ein Gas gemischt sein. Aber puff, es wird flüssig. Und wenn ich jetzt Wasser bewege, dann bewege ich Ladungsträger. Was machen Ladungsträger, die ich durch eine Spule führe? Die erzeugen, wenn ich Strom durch die Ladungsträger, ein Magnetfeld. Und umgekehrt, wenn ich einen Magneten durch eine Spule schiebe, dann entsteht Strom. Und jetzt stellen Sie sich vor, bewegte Ladungsträger, jedes H2O-Molekül. Und wir haben aber Milliarden in so einem Trichter. Sind bewegte Ladungsträger, die ein Feld erzeugen. Dieses Feld wirkt sich wieder auf die Ladungsträger aus. Und somit kommt eine Kettenreaktion zustande, sodass ich rein durch die Bewegung das Wasser in seiner Struktur verändere. Das als kleinen Hinweis, weil sich die Leute nichts vorstellen können, wieso, wenn ich da Wasser wirble, dass ich das da verbessern sollte. Hier ein kleines Beispiel, wie ich es machen kann. Ich habe hier nur ein Verbindungsstück mit einem kleinen Loch drin. Wenn ich so mache, dann sehen Sie, es fließt Wasser durch, aber schwer. Warum? Die Luft, genau, die Luft ist das Problem da unten. Die muss weg. Und was könnte ich machen? Genau, Sie wissen das vom Wasserreinigen, vom Flaschenreinigen. Siehe an, die Luft kann innen rauf und das Wasser außen runter. Und wir haben die Bewegung des Wirbels, des Eindrehens, des Belebens. Und auch eine viel größere Oberfläche in einem Trichter. Also ich mache durch den Wirbel, erzeuge ich eine viel größere Oberfläche, auch als Begegnungsfläche zwischen Luft und dem Medium Wasser. Man kann das auch künstlerisch ausgestalten, wie Felix Hediger. Das ist irgendwo bei Dortmund, schwimmt es auf einem See. Da sind aber auch Orgongeschichten von Wilhelm Reich, spielen da auch ein bisschen eine Rolle bei dem ganzen Geschichtel. Und so soll auch ein Biotop gereinigt werden. Jetzt noch zum Abschluss ein Blick auf diesen Wassertropfen. Wir kennen ihn vom Beginn. Das ist ein Wassertropfen unter dem Mikroskop. Wenn das Wasser, das H2O, fort ist, was übrig bleibt. Das ist Quellwasser zum Beispiel unter dem Mikroskop. Ein Tropfen Quellwasser. Eine Untersuchung mit dem Institut für Statik und Dynamik bei Professor Kröplin, der auch wunderbare Bücher darüber verfasst hat. Jetzt haben wir zwei verschiedene Wassertropfen. Der schaut schon eher wieder aus wie der Quellwassertropfen. Und das hier,
sehr aus der Mitte, sehr eher unansehnlich. Jetzt schauen wir, ob der Text jetzt weiter will oder nicht. Da ist es stecken geblieben. Jetzt ist er. Das ist dasselbe Wasser aus der Wasserleitung beim Institut für Statik und Dynamik an der TU Stuttgart. Aber das ist der einfach entnommene und das ist der eingewirbelte Tropfen. Und die Untersuchung liegt nahe, dass durch Wasserverwirbelung nicht ursprüngliche Strukturelemente, diese Streifen oder diese Löcher da hier, die sind entstanden durch den Transport des Wassers vom Bodensee bis nach Stuttgart, durch den Druck auf der Leitung, durch die Erwärmung im Haus, durch den Elektrosmog, der im Haus stattfindet. Und diese Strukturelemente werden gelöscht und die ursprüngliche Qualität kommt wieder zum Vorschein. Das bedeutet, dass Sie bei Wasserreinigungs- und Belebungsmethoden zum Beispiel durch ein wieder Einwirbeln des Wassers die Qualität wieder zurückholen können, die das Wasser ursprünglich gehabt hat. Eine Frage? Okay. Damit es alle verstehen, die Frage war, was hat es auf sich mit rechtsdrehend und linksdrehend? Diese Frage kommt bei jedem Vortrag wie das Amen im Gebet. Und ich kann es nachvollziehen, warum diese Frage kommt. Also, es gibt verschiedene Dinge. Zunächst einmal ist das, was von den Wasserbelebern von gewissen Firmen oder Vertretern gewisser Firmen gesagt wird, wenn Sie unser Gerät nehmen, dann macht es das Wasser rechtsdrehend. Gut. Was ist das aber? Das bedeutet, dass der Radiästhet, wenn er das oder den Pendel drüber hält, ohne eine Frage zu stellen, dass es sich nach rechts im Uhrzeigersinn zu drehen beginnt. Und man hat festgestellt, bei den meisten Heilquellen oder heiligen Quellen wie Lourdes hat man diesen Drehsinn. Daher wird schlussgefolgert, wenn Pendel sich so dreht, dann Wasser gut. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit, denn es sagt noch überhaupt nichts aus über die sonstige Qualität des Wassers. Rechtsdrehend hat auch nichts mit dem zu tun, ob Sie jetzt von oben drauf schauen und es sich im Uhrzeigersinn dreht, weil wenn Sie von unten drauf schauen, dann dreht es sich gegen einen Uhrzeigersinn. Also das ist ein mechanisches Drehen. Oder wir haben das Drehen, den Elektrospin, der Elektronenspin, da haben wir auch die verschiedenen Drehrichtungen. Oder wir haben das polarisierte Licht, das wir durchschicken durch einen Stoff und dann dreht sich vom Betrachter aus die Schwingungsebene nach rechts. Dann haben wir auch rechtsdrehend. Und vieles andere mehr. Also es ist eine Begriffsverwirrung. Und nachdem aber jeder Mensch eigentlich sein eigenes Wasser braucht und nicht jede Wasserbelebungsmethode für jeden Menschen gleich gut ist, sollte man mit diesen Dingen sehr vorsichtig sein. Wenden Sie sich bitte an den Radiästheten Ihres Vertrauens. Oder verlassen Sie sich auf Ihr Gespür oder lassen Sie sich durch andere Methoden untersuchen, wie gewisse Wässer auf Sie wirken. Aber das ist eine Riesenstreitfrage und ein Riesenthema, da könnte man einen eigenen Kongress darüber machen, über die Sinnhaftigkeit und die Belebung des Wassers. Was wir machen, schaubergerisch, das hat eigentlich mein Großvater gesagt, der Viktor, wenn ich für gar nichts gut war auf der Welt, aber wenigstens einen Wirbel habe ich gemacht. Und das ist noch nicht der Kernsatz. Der Kernsatz kommt noch vom Großvater. Zunächst einmal, wir sollten schauen, dass die Wasserqualität sehr wichtig ist, vielleicht so wie die Vitamine in den Pflanzen oder so wie wir es heute gehört haben bei Rüdiger Dahlke, wie wichtig es ist, die Qualität des Essens, das wir zu uns nehmen. Einer der Sprüche war, nachdem wir anscheinend oder offensichtlich mit unserer Technik in eine Sackgasse geraten sind. Mit der Wirtschaft, was immer auch. Aus einer Sackgasse kann ich nur raus, indem ich wieder zurückfahre, in die andere Richtung. Nicht zurück auf die Bäume, so ist es nicht gemeint, aber um 80 Grad andersrum. Oder wie mein Großvater zu meinem Vater gesagt hat, schau dir es an in der Technik, wie die das machen. Und dann musst du nur um 180 Grad umdenken, und dann weißt du, wie die Natur arbeitet.
So, und dann hat er noch ein Prinzip gehabt, der gute Großvater. Nicht deswegen, weil wir aus Bad Ischl sind. In Bad Ischl haben sich Kaiser Franz Josef und Sissi kennengelernt. K und K, kaiserlich-königlich. Nein, nein, das erste K steht für kapieren. Wir müssen die Natur kapieren, ihre Methoden einmal erkennen. Und dann diese Methoden sinnrichtig anwenden, kopieren. Also K und K steht für kapieren und kopieren. Und eine unserer Vortragenden hat gesagt, drittes K, mit der Natur kooperieren. Kapieren, kopieren, kooperieren. Und ich danke für Ihre Kooperation, dass Sie jetzt so lange zugehört haben. Dankeschön.